Moin moin Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu Steamultic 2. Juhu, nächste Aufnahmesession. Schon wieder ewig her, dass ich das aufgenommen habe. Eigentlich wollte ich das schon gestern aufnehmen. Das ist für mich gestern. Das ist immer noch zu teuer, ne? Ja, das ist immer noch zu teuer. Okay, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt noch letzten Endes hin wollten. Ob ich jetzt hier weiter runter wollte. Sie haben auf jeden Fall erkundet. Und das nicht gerade schlecht. So. Das heißt, ich könnte ja noch mal gucken, dass wir uns dahin tippen. Dass wir da weiter runter gehen. Ja, warte, um zu labern? Nee. Jetzt wir uns hier antippen. Weil da unten kommen wir ja immer noch hin. Da waren wir auch noch nicht. War eigentlich mit. IP ist IP. Nehmen wir auch mit. Das war wahrscheinlich wieder das Ding, das ich nicht beenden kann. Weil ich darauf, ehrlich gesagt, auch so relativ gar keine Lust habe. Genau, es war ja hier die Ebene, wo wir runtergefallen sind. Geht das hier runter zu den Schnapsis, wie sie ja genannt werden. Kann auch nichts mehr zu sein. Ja, und da sind schon diese Vögel. Wow, Regenbogenbombe. Willst du, Mistvieh? Diesen Viechern werde ich noch elendig verrecken. Das weiß ich jetzt schon. Ja, alles gut. So. Ich bin auch von oben runter, ja moin. Ach, alles klar. Komm her. Sammeln wir uns hier die Erze raus. So also, wie ich es mir wahrscheinlich gedacht habe. So. Können wir nämlich auch oben rum. Na, du Mistvogel. Ohne dich viel Damage bekommen. Och, Mann. Herz haben wir noch. Oh. Könntest du den Schnaps rein und dann da ja wieder die Röhre benutzen? Ah.
aber ich will so viele Erz mitnehmen, wie es geht. Also nehmen wir auch da die Erze noch mit. So, El Martino, auf verkaufen. Na, wie viel kriegen wir? Ja, ein bisschen was, ne? Zack. 153 plus 80%, ne? Hui, boah. Können wir hier Verbesserungen kaufen? Wir können Verbesserungen kaufen. Das ist gerade das Billigste. Ich würde gerne Bohrer upgraden. Warte mal. Es dauert länger, bis die Drehzahl des Presslufthammers nach diesem auch abnimmt. Okay, das wäre geil. So, gehen wir in die Oase. Ne, hier wollte ich nicht hin. Können wir hier runter wieder? Hier unten. Weiß ich, dass wir definitiv noch sehr viel Erkundungsraum haben. Ach, gucke an. Daran hat es gehapert. Wenn es hieran gehapert hat, dann verstehe ich nicht wieso. Oh oh. Das wollte ich gar nicht. Toll. Mistvogel. Komm mal her. Hier waren wir ja schon überall. Okay, kriegen wir nicht. Hier unten müsste ja auch was sein. Ich meine, wird auch noch was sein. Die Frage ist halt jetzt, gehe ich das Risiko ein und probiere hier den ganzen Vögeln immer wieder drauf zu gehen? Weil ich habe halt null Plan, wie ich die Erze. Ach du Scheiße, warte mal. Wenn ich da jetzt runterfalle, habe ich die riesen Arschkarte. Seht ihr das? Wenn ich da runterfalle, habe ich eine riesen Arschkarte. Ich glaube, wir gehen dann doch mal lieber da in unserem Tempel weiter. Ihr wollt hier nicht entlang. Ist auch keine weitere Röhre. Also denke ich mal, dass da etwas Längeres sein wird. Ich schätze mal auch etwas Story-behaftendes. Ich habe keine Ahnung. Naja. Dann gehen wir erstmal hier. Was ich testen wollte, ist jetzt auch. Habe ich jetzt hier irgendwo eine Wasserquelle zum Auffüllen? Nee, ne? Nee, scheiße. Ich erstmal wieder nach ganz oben, nach El Machino. Verkaufen wir wieder. Ich trinke nebenbei genüsslich meinen Kakao. Gut. War jetzt nur 100. So viel war das jetzt auch wieder nicht. Gehen wir hier mal weiter.
Manche brauchen ja auch so lange. Ja. Ich kann das gerne so machen. Sehr kompliziert hier alles. Sehr kompliziert. Aber die Ärzte sind alles viel, viel mehr wert. Gehen wir hier runter. Ja, verbrenn halt erstmal von selbst. Finde ich auch ganz angenehm. Aber den darf ich nicht vergessen, die können nach oben schießen. Wo ich einmal in den reingerannt bin. Elendig. Deswegen wollte ich ganz schnell weg. Boah, Alter. Gefährlich hier alles. Bisschen gefährlich. Höhle. Hab doch nur 4 Herzen. So, ja, alles klar. Dann sterben in dieser Höhle. Ja, so was von sterben hier. Sag ich ja. Oh Gott. Aber hier Familie gibt keine Ärzte. Die Frage ist, lohnt es sich das Ding hier überhaupt zu. Das wollte ich jetzt nicht. Nein. Ja, toll. Puh, abstützen wollte ich jetzt hier nicht unbedingt. Was habe ich da gerade aufgesammelt eigentlich? Na. Warum es sich schwer machen, wenn es auch einfach geht? Das ist die ersten Meter. Ja, moin. Nein. Jetzt wird das schon wieder nichts. Was hat sich denn da gerade eingesammelt?